So, hallo alle zusammen. Geh mal hier ein bisschen in die Hocke. Ja, ich habe heute mal hier so ein Sony Funkmikrofon-Set dabei. Das andere Mikrofon ist jetzt da in der Lenkertasche. Das Besondere dabei ist an diesem Sony Funkmikrofon. Also ich habe das jetzt mal hier im Test. Den Link findet ihr unter dem Video von Amazon. Ja, den Typ kann ich jetzt gerade nicht lesen. Aber wie gesagt, findet ihr unter dem Video in der Beschreibung in dem Affilate-Link. So, das habe ich heute hier mal mit. Das Besondere daran ist, an diesem Funkmikrofon, im Gegensatz zu dem DJ-Funkmikrofon, was hier eigentlich bei der DJ Pocket 2 dabei ist und deswegen auch hier unten der längere Griff. Das ist nämlich in Mono und wie gesagt, dieses Sony Set, deswegen hier das rote Verbindungskabel hier zu der DJ, das ist nämlich in Stereo. Zeige ich euch nachher. Hier habe ich jetzt derzeit aktuell das Puschelmikrofon dran. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Und vor allen Dingen, dass es keine Störungen gibt vom Handy. Oh, oh, da fällt mir nämlich ein. Weil ich hatte da schon mal eine Zeit lang dieses vom Handy drauf. Bei einem Testmikrofon. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier so. Tja, leider war dem nicht so. Wie ihr gerade gehört habt, gab es da tatsächlich dann doch Störungen von dem Mikrofon. Dieses Sony, was ich da vorhin eingeblendet habe, das ist so ein Zusatzmikrofon, was es dann ermöglicht, mit diesem Sony Set tatsächlich Stereoaufnahmen zu machen. Naja, gut, ich habe es zum Glück dann woanders hingetan. Nicht mehr da vorne an der Lenkertasche, wo ich immer mein Handy habe, damit ich da Komoot laufen lassen kann für die Route. Ihr seht, ich bin hier schon fleißig unterwegs auf Tour. Ja, ich habe da auch immer mal so ein paar Zeitrafferaufnahmen eingebaut, damit ihr die in den Genuss kommt, auch die gesamte Tour zu sehen, weil die hat hier, das ist hier das LWL Klinikum Malsinsen Hartklinik nennt sich das. Und ja, weiter geht's hier. Wie gesagt, ich habe das jetzt mal hier so auch teilweise als Zeitraffer. Es geht also wirklich nahtlos ineinander über. Hier war dann mal ein steiler Anstieg. Ihr seht, da sind jetzt allerdings auch mal
ja, Wege dazwischen, die nicht unbedingt, ja, also man kann sie fahren, wie ihr seht, ich bin die ja auch gefahren. Ich fand die jetzt auch nicht wirklich als unfahrbar mit dem Fahrrad. Ich wollte es einfach mal drauf ankommen lassen. Aber ihr seht hier, jetzt treffe ich hier wieder auf einen Weg, der ist ein bisschen, ja, geschottert und natürlich deutlich besser. Da lässt sich es dann schneller drauf radeln. Ja, es ist leider so, dass durch die Hart die Radwege nicht wirklich, ja, die wenigen, die es gibt, sind natürlich ausgewiesen. Mal sind bei Komoot welche drin, mal sind bei Google Maps welche drin, die man bei Komoot nicht findet. Und ja, und ich versuche das dann immer so ein bisschen im Ausgleich zu machen. Also, dass ich da tatsächlich dann also gucke, wenn so ein Gebiet ist, was nicht so richtig kartenmäßig von Komoot erfasst ist, dann mache ich das auch über Satellitenansicht, auch sowohl bei Komoot als auch bei Google Maps. Und wie gesagt, manchmal finde ich da grüne gepunktete Linien, die man bei Komoot wiederum nicht findet, ne? Also wo man dann tatsächlich auch mit dem Rad herfahren kann. Gut, ich habe jetzt die Hart mal drin gelassen, deswegen auch die Zeitrafferaufnahmen, damit ihr seht oder besser selber entscheiden könnt, ob man die Wege so fahren kann, wie ich sie gefahren bin, ob ihr da auch eine Möglichkeit seht, dass ihr das auch fahren könnt. Ist natürlich mit einem, ja, ich sage jetzt mal so ein Städtebike natürlich nicht unbedingt fahrbar, ne? Ja, jetzt bin ich hier schon an dem Kanal, Wesel-Dattel-Kanal, in Richtung, ich will ja erstmal in Richtung Haltern radeln. Und ja, bevor ich es vergesse, wie gesagt, dieses Sony Funk-Mikrofon-Set mache ich als Link unten drunter im Video, als Affiliate-Link. Und da findet ihr dann auch die Angaben. Ja, jetzt bin ich hier ein Stückchen, fahre ich jetzt hier auch an dem Kanal entlang. Ihr seht, an diesem Sonntag sehr schönes Wetter. Es war aber allerdings ein bisschen windiger, als ich gedacht hatte. Und von daher war es dann nicht so schön. Ich habe zwar die Drohne mitgehabt, habe sie aber im Prinzip nur spazieren gefahren. Ja, jetzt bin ich hier auch an der Straße, die nach Haltern reingeht, weil ich muss, hatte ja vor, hier geht es dann erstmal noch über die Lippe, weil ich vorhatte, mich da noch ein bisschen zu verpflegen mit Kuchen und Kaffee. Stichwort hier zu sehen. Allerdings habe ich dann hier dieses ja, Kaffee entdeckt, Malzers, weil da schon welche draußen saßen und das duftete auch ganz gut. Ja, drinnen darf ich natürlich nicht filmen, aber ich kann euch sagen, die Auswahl ist klasse und der Kaffee, ich habe einen Crema genommen, der war wirklich super gut. Ich filme das ja immer so ein bisschen ab in die Kanne und nehme den Kuchen mit, wo ich dann mir unterwegs ein schönes Plätzchen suche und das dann verzehre. Ja, hier die Stelle, weil ich wollte dann eigentlich hier nach der Bäckerei Kamms, weil ich wusste ja nicht, dass ich bei Malzers vorbeikomme, dass die offen haben und dass ich mich dort schon mal mit Kaffee und Kuchen verpflegen konnte. Aber es ging mir ja auch noch um irgendwie einen Schnellimbiss und deswegen habe ich gedacht, okay, dann machst du den Abstecher trotzdem und fährst mal zum Bahnhof. Ich habe bei meiner Recherche geguckt, also in Haltern Zentrum, da am Markt, da habe ich jetzt so nichts gefunden, außer natürlich Gastronomie, klar, aber ich wollte ja jetzt keine Gastro und ich habe auch nicht so viel Zeit. Hier übrigens der Bäckerei Kamms, wo ich mich eigentlich vorgesehen hatte, mit Kaffee und Kuchen einzudecken, aber dann, wie gesagt, das hatte ich auch schon auf dem Schirm, hier diese Döner, Imbiss, was auch immer, Bude. Auf jeden Fall habe ich mir dann da nicht Currywurst Pommes gegönnt. Ich habe mir dann da einfach mal
ja, eine schöne kleine Pizza gegönnt. Ich habe allerdings die Mini genommen. Ihr seht hier mit Salami drauf. Das hat mir gereicht. Ich muss nicht Unmengen großartig was essen. Ja, dann bin ich wieder zurück da unten. Das war ja hier ganz praktisch zur Linken, da die Unterführung, dass man da zum Bahnhof gelangt. Finde ich übrigens ganz toll. Also Haltern ist fahrradtechnisch echt klasse. Und wer dann will, kann hier links auch, wenn es wärmer ist, dann hier mal eben in die Fußgängerzone radeln. Im Haltern-Zentrum, da radeln wir dann auch schon mal gelegentlich hin, wenn an heißen Tagen, genießen wir dann da ein leckeres Eis etc. pp. Genau, da kann man sich dann da auch schön, wenn man will oder mag, an dem Marktplatz dann hinsetzen. Ja, jetzt bin ich hier, wie gesagt, am nordwestlichen Ende von den Seen. Hier sind auch die ganzen Bötchen, die liegen hier in dem, und ihr seht, ist die Hölle los. Ja, der gute Mann da in dem gelb-grün leuchtende Weste. Ja, ich weiß nicht, ob der mich mit Absicht nicht hören wollte oder nicht. Jedenfalls ist er noch vorher rechtzeitig stehen geblieben. Ja, dann bin ich ein Stückchen am See lang gefahren. Leider war da die Kamera, der Akku alle. Und ich habe ja immer die Powerbank dran, aber der musste dann erstmal ein paar Minuten laden. Deswegen habe ich jetzt keine Uferwegaufnahmen. Aber ist ja auch egal. Ich bin jetzt hier schon schnurstracks unterwegs in Richtung Borkenberge. Ja, das ist jetzt hier auch ein bisschen doof gewesen, hier mit der Überquerung dieser L652. Das finde ich da also auch ein bisschen sehr schlecht gemacht für Radfahrer, wenn man da herkommt. Da habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, am Boden war aufgemalt, nur für Fußgänger, aber naja. Gut, ihr seht, ne, das war jetzt hier der Schlagbaum. Ist natürlich alles freigegeben hier, solange man hier auf dem Weg bleibt. Für Fahrräder, Fußgänger sind rechts und links ständig Schilder. Bitte nicht nur auf diesem Weg bleiben, weil man weiß ja nicht, was da alles so an Übungsmunition so noch in der Gegend rumliegt. Ja, hier links kann man dann abbiegen zu dem Sportflugplatz, wer denn will und mag oder irgendwie noch eine andere Richtung vorhat, zu touren oder zu fahren. Da kann man dann auch schön in Richtung Dülmen noch düsen. Ja, und dieses Stückchen hier, was ich jetzt hier gerade im Schnelldurchgang durchfahre, das bin ich eigentlich so auch noch nie gefahren, weil so lange ist dieses Teilstück hier auch noch nicht freigegeben, diese Passage, um jetzt Richtung Osten hier oben über die Borkenberge zu gelangen. Ja, und ihr seht, hier steht dann Ausfahrt dran. Ja, gut, Ausgang. Ja, ich weiß, war mir nicht sicher, ob man auch hier rechts rum hätte ein Stückchen fahren können, weil das Kommende ist jetzt gleich ziemlich doof, weil man muss da wirklich dann auf dieser Landstraße lang düsen und das so ungefähr für 1,8 Kilometer, wenn man denn nicht Bock hat, großartig die Radwegumwege zu radeln. Also das finde ich nicht sehr gelungen und nicht sehr schön. Naja, aber gut, ne? So ist das halt. Man kann nicht alles haben. Ja, jetzt bin ich hier auf besagter Landstraße. Alte Dülmener Landweg nennt sich das hier. Ich habe es jetzt einfach in Kauf genommen, um das abzukürzen, die 1,8 Kilometer, und bin die jetzt hier lang gefahren. Gut, war jetzt Sonntag, da ist ja eh nicht so viel los, und naja, die Autofahrer haben gut Rücksicht genommen, sind, wie zu erwarten war oder gewünscht ist, mit großem Abstand links an mir vorbei. Ja, hier die Stelle auch nicht so schön, wenn die Leute dann immer die Abzweigungen zustellen. Ja, ich kenne das, ne? Man trifft wen und verquatscht und bla und blub. Aber ich weiß nicht, ne? Man sollte nicht unbedingt alles zustellen. Ja, hier ist jetzt die
Talsperre Hullern. Und hier gibt es dann eben dieses Brückchen. Ich kenne das noch alles, da war das mit der Brücke gar nicht. So lang kenne ich eigentlich die Ecke hier schon ganz gut. Haltern am See hier und die Seen, wie sich das hier so entwickelt hat. So, und dieses Stückchen hier bin ich jetzt so auch noch nicht gefahren. Ich habe mir hier so einen Schleichweg über Komoot ausgedacht. Ihr seht, das ist eigentlich nur ein Trampelpfädchen. Aber egal, ist ja Platz genug. Und ich bin dann hier durchgedüst, weil ich dann hier durch Hullern noch wollte. Und zwar zum alten Postweg. Der ist nämlich hier, wie ihr seht, hier vorne durch die Pollern eigentlich gesperrt als Durchfahrt. Aber ihr werdet gleich sehen und staunen, was einem da so begegnet. Also, tja, ne? Also ein Förster im Jeep mit amerikanischer Flagge habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der Förster war, keine Ahnung. Aber ich fand das schon ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich ist dieser Weg wirklich, ihr habt ja gesehen vorhin, der mittlere Pin war umgelegt, aber eigentlich ist der immer nach oben. Verstehe ich auch nicht. Ja gut, es sind natürlich hier viele Gebiete, die sind ehemaliges Militärübungsgelände gewesen. Hier zu rechten ist auch, man sieht das immer so an der Wegestruktur in Komoot auch. Wie ihr seht, war das jetzt auch nicht unbedingt ein toller Weg gerade, aber der hier ist dann schon wieder ein Ticken besser, wo ich dann drauf gefahren bin. Ja, also ihr seht ja selbst, ihr könnt euch ja selbst auch ein Bild machen. Also die Wege, die ich jetzt hier gefahren bin, auch wenn die nicht unbedingt in Komoot als Radwege ausgewiesen waren, konnte man sehr gut fahren. Also trotz des vielen Regens, wieder erwartend, fand ich das eigentlich ganz prima zu fahren. Ja, hier wunderschön gemacht, sogar farblich abgesetzt. Und ihr seht auch hier diese Spur, die jetzt schnurstracks auf die neue Brücke hier zuführt, die jetzt hier erstmal über die Lippe geht. Und ja, habe ich hier natürlich mal kurz angehalten. Die Fotos findet ihr auch, wie gesagt, in dem, wo ich den Komoot-Link mache, ich natürlich unten drunter. Ja, da bin ich dann mal eben durch, weiß jetzt gar nicht, wie das Nestchen hier heißt, geradelt, aber hatte ich ja eingeblendet. Ja, und dann habe ich hier einen Abzweig in Komoot bei der Planung gesucht und gefunden, der runter hier an den Wesel-Datteln-Kanal führte. Naja, so richtig als Radweg ist das sicher nicht. Aber ihr habt ja gesehen, ist ja nichts los hier, ne? Also ich fand das sehr entspannt, als im Gegensatz, wenn ich zum Rhein runterfahre und dort meine Touren mache. Das ist immer ein bisschen nervig, wenn man ständig immer klingeln muss und um Leute und Hunde und Radfahrer drumrum. Und also hier ist das total entspannt, ne? Und ich finde das mit der Hart auch echt klasse. Die habe ich jetzt, wie gesagt, für mich irgendwie entdeckt. Also das ist ein doch recht großes Waldgebiet. Ich habe das mal so in Google Maps mit der Entfernungsmessmethode gemessen. Also die Ost-West-Ausdehnung oder West-Ost-Ausdehnung ist so knapp 10 Kilometer. Also reines Waldgebiet, ne? Und die Nord-Süd-Ausdehnung ist so knapp 5 Kilometer. Also das ist schon, es ist so ein bisschen so ein ovales, es ist nicht kreisrund, es ist wie gesagt so ein bisschen oval. Und ja, das ist schade, dass es da nicht noch ein bisschen mehr bessere Radwege gibt. Es gibt da so auch so ein paar, die in Komoot, weiß ich nicht, so als Trails gekennzeichnet sind, farblich unterscheiden die sich ja, und da müsst ihr halt dann mal selbst reingucken. Ja, hier übrigens auch noch eine Verpflegungsmöglichkeit hier an diesem Campingplatz, weil man hier an diesem
Biergarten, der hier von Bergmanns betrieben ist. Ich nehme mal an, das ist der Inhaber. Weil hier seht, hier ist die Schranke, hier geht es dann eigentlich auf den Campingplatz. Aber die Lösung fand ich jetzt so irgendwie ganz nett, weil man hier, wie gesagt, nicht in den Campingplatz rein muss, weil hier vorne schon dieser Biergarten ist. Also ich bin dann hier mal rumgefahren, wollte ja noch ein Foto machen für Komoot, habe ich dann gemacht. Ihr seht, Liegestühle, Sand, alles prima. Also da dürftet ihr von Currywurst mit Pommes und Mayo bis Kuchen, Kaffee. Also ich meine, ich hätte da bei der Recherche alles Mögliche gesehen. Da dürfte soweit alles, was für den schnellen Verzehr haben möchte, dürfte man dort auch finden. Ja, jetzt bin ich hier schon wieder unterwegs in Richtung Hart. Um die Hart jetzt muss ich eigentlich auf der östlichen Seite fast so ein bisschen der kompletten Länge nach durchqueren. Und ja, das ist jetzt hier auch ein langes, gerades Stück. Ihr seht, das ist jetzt auch nicht unbedingt, ja, zum Teil in Komoot als Radweg ausgewiesen. Aber später wiederum nicht. Und ja, also ihr seht, das ist echt ein langes, langes, gerades Stück. Ist natürlich so radfahrtechnisch ein bisschen langweilig. Sind so 5 Kilometer, dann kommt mal ein Knick. Und eine Kreuzung gleich, hier war die Stelle gerade schon. Und dann wechselt man wieder ein bisschen und dann geht es wieder ziemlich lange geradeaus. Ja, aber ich fand das jetzt nicht unbedingt störend, weil ich gebe dann auch ganz gerne mal Gas. Also für die Leute, die jetzt mal ein bisschen schneller unterwegs sein möchten, dürfte das jetzt auch nicht negativ sein. Und ihr seht ja, man merkt das nicht so von der Steigung, ne? So, ich habe jetzt hier den südlicheren Punkt von der Hartausdehnung, die bewaldet ist, erreicht. Und das ist dann jetzt hier auch wieder so ein Randweg, der auch radwegetechnisch auch in Komoot wie auch in Google Maps ausgewiesen ist. Ja, hier ist auch wieder eine Außengastronomie. St. Johannes nennt sich das, oder zum St. Johannes. Wir sind da letztes Jahr im Spätherbst hier vorbeigekommen, war richtig was los. Jetzt hielt sich das da noch richtig in Grenzen. Ansonsten standen da ganz viele Fahrräder rum, etc. pp. Ja, ich bin jetzt hier auch schon wieder fast bald an meinem Ausgangspunkt. Ich bin den übrigens mit dem Auto angefahren, kann man aber auch sehr gut mit dem Zug anfahren, mal Sinsen. Da ist direkt ein Bahnhof, ist also nicht sehr weit weg von meinem Autostartpunkt, weil ich da eben, ja, bei mir ist das immer mit dem Auto, ich muss mir das jetzt als Rentner mit meiner Frau teilen, die ist auch öfters unterwegs und ja, aber es hat geklappt, an dem Tag habe ich das bekommen, deswegen bin ich dann hier den Startpunkt direkt angefahren. Ihr seht, jetzt ist zwar ein bisschen spät für Kaffee und Kuchen, aber ich wollte es denn dann doch noch mal wissen. So, die letzten paar hundert Meter fahre ich jetzt hier zu meinem Parkplatz. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen, würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich sehr freuen. Ich sag mal, winke, winke, bis zum nächsten Mal und tschüss.